Lockdown, geschlossene Geschäfte, Unternehmen vor der Existenzkrise. Die Not ist groß und macht bekanntlich erfinderisch. Immer mehr Betriebe werden kreativ und suchen Wege, ihren Betrieb auch unter Einhaltung der Corona-Regeln weiterzuführen. Eine dieser Ideen nehme ich heute genauer unter die Lupe. Und zwar die Rede ist von Willdelivery, einem Konzept, das nicht nur einem Unternehmen, sondern gleich mehreren durch die Krise geholfen hat und es auch immer noch tut. Das Erfolgsrezept sind lokale, nachhaltige und vor allem schnelle Lieferungen. Die Stadt Würzburg hat diese Idee zusammen mit dem Handelsverband Bayern ins Leben gerufen, den Stadtkurier Radboten als Logistikpartner ins Boot geholt und so den Würzburger Einzelhändlern eine echte Perspektive geben können. Aber genug der langen Rede, wir wollen ja jetzt mehr darüber wissen und dazu habe ich Caroline Zentarski zu Gast, die Geschäftsführerin von Radboten. Hallo Frau Zentarski. Hallo, Frau Schröder. Ja, worum es geht, habe ich ja jetzt schon angeteasert. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal im Detail. Vorher aber noch kurz zur Entstehung von Willdelivery. Man könnte ja meinen, das Konzept ist aus Corona heraus entstanden. Ist es aber gar nicht. Es war ja tatsächlich vorher schon in Planung. Mit der Fertigstellung hat es dann aber wie die Faust aufs Auge gepasst. Richtig? Ja, im Prinzip haben wir endlich das umgesetzt, was wir schon tatsächlich lange geplant haben, schon ungefähr 2, 2,5 Jahre im Voraus. Und ja, das hat dann durch den Ausbruch der Pandemie hat eigentlich dieses Konzept, und zwar namens Vulivery, das hat dann eigentlich ja, wie die Faust aufs Auge gepasst. Also der Bedarf war wahrscheinlich so groß wie er wahrscheinlich sonst nie gewesen wäre in so einer kurzen Zeit. Und wie genau funktioniert denn Delivery jetzt eigentlich? Also, was müsste ich denn zum Beispiel als Händler tun, um daran teilzunehmen? Ja, als Händler ist das es ist ganz simpel. Man holt sich die Daten von den Kunden ein, entweder per Telefon oder wenn jetzt kein Lockdown ist, dann können Kunden natürlich auch direkt vorbeikommen, ihre Daten hinterlassen. Also auf irgendeine Art und Weise ja, braucht man eben die Daten der Kunden. Das heißt Name, Adresse, gegebenenfalls irgendwelche Besonderheiten vor Ort. Ja, dass das Paket an einem bestimmten Ort abgestellt werden soll, wenn man nicht da ist. Oder dergleichen oder bei einem Nachbarn abgegeben, wenn man nicht zu Hause ist. Und ja, dann gibt man als Händler die Daten im System ein. Das System, auf das kann man zugreifen durch einen Benutzernamen und ein Passwort, ganz klassisch, so wie man es kennt. Das findet dann alles online statt. Und ja, sobald die Daten da eben eingegeben sind, erhalten wir die zeitgleich. Und können die dann bei uns direkt abrufen, beziehungsweise die erscheinen dann da. Das heißt, der Disponent, der dann jeweils gerade Dienst hat zu dem Zeitpunkt, kann dann die Aufträge direkt bearbeiten. Und ja, das Schöne ist, dass man als Händler eben über dieses Portal jeweils den Status des Auftrags einsehen kann. Das heißt, man weiß zu jedem Zeitpunkt, wo sich das Paket befindet im Prinzip, ob es noch im City Hub ist, ob es ausgeliefert wird und auch wann es ausgeliefert wird und bei wem. Also da ist dann auch der Name eingetragen. Das machen wir dann oder machen dann die Kuriere vor Ort. Und genau, also das war es eigentlich schon. Als Händler erhält man dann auch, wenn die Lieferung abgegeben wurde, erhält man eine Bestätigung und eine Bestätigungs-E-Mail zusätzlich zu dem Lieferstatus, den man ja sowieso im Online-Portal einsehen kann. Genau, also mehr muss man als Händler gar nicht machen. Den Rest erledigen wir dann eigentlich schon. Man muss uns nur die Daten übermitteln. Ah, nicht vergessen darf man natürlich das Gewicht und die Größe der Lieferung anzugeben, weil das für uns natürlich relevant ist. Ja, ansonsten wartet man und freut sich dann, wenn alles klappt. Das hört sich zumindest schon mal sehr simpel an. Und was wollten Sie und auch die Kooperationspartner damit erreichen? Im Prinzip war die Idee der Stadt und eben auch des Stadtmarketings den Einzelhändlern, ja, die Möglichkeit zu geben, sich gegen die Online-Riesen
zu behaupten. Also ein Angebot zu schaffen, das sie einzigartig macht und ja, und sie eben sich, ja, sie konkurrieren können gegen große Online-Shops und Marketplaces. Jetzt haben Sie ja gesagt, die Idee gab es zwar schon vor Corona, also das ist keine Idee, die aus Corona heraus entstanden ist, aber besonders in der Corona-Pandemie ist das ja eine enorme Unterstützung, nicht nur für Ihr Unternehmen, sondern auch für Händler in Würzburg. Wie genau sah das denn aus? Also welche Auswirkungen hatte und hat denn immer noch die Corona-Pandemie auf die Aktion? Ja, also das stimmt. Es hat gepasst, wie als wäre das alles geplant gewesen. Tatsächlich war es aber nicht geplant. Also wie gesagt, die Planungen fingen ja schon 2 Jahre im Voraus an. Es hat natürlich den Einzelhändlern unglaublich geholfen in der Phase. Also das Angebot oder die Dienstleistung wurde unglaublich gut genutzt oder unglaublich stark genutzt, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Das ist ja die wichtigste Zeit eigentlich für Einzelhändler im Jahr. Und klar, für uns war es auch natürlich dann zusätzlich noch mit dem kompletten Lockdown, der bei uns ja in Bayern geherrscht hat zu dem Zeitpunkt. Das hat uns natürlich klar auch viel, viel Arbeit geschafft, viel zu tun. Und das zusätzlich mit diesem Gefühl, jemand anderem helfen zu können. Und das war echt, das war richtig schön. Also könnte man praktisch sagen, Corona hat die Initiative noch so mehr oder weniger geboostet. Ja, im Prinzip schon. Also vor allem die politischen Beschlüsse. Was sind denn eigentlich die Vorteile dabei? Also warum sollte ich mich denn als Händler eben genau für Ihre Initiative, also im Delivery, entscheiden? Die Vorteile sind, also es gibt 3 ganz entscheidende Vorteile oder ganz entscheidende Aspekte, die da mit reinspielen. Und zwar zum einen ist es die Regionalität, beziehungsweise dadurch auch die Möglichkeit der vollkommenen Nachhaltigkeit, oder das ist natürlich viel leichter möglich als über längere Strecken. Dann die Kombination aus verschiedenen Logistikpartnern, das ist natürlich dann immer schwieriger, das zu gewährleisten. Dann ist es die Geschwindigkeit der Auslieferung im Prinzip. Also es geht ja da um Same Day beziehungsweise spätestens Next Day Lieferungen. Das heißt, man hat im besten Fall die Ware, die man bestellt, innerhalb von ein paar Stunden dann schon bei sich zu Hause, ohne dass man dafür aus dem Haus gehen müsste. Und der dritte Aspekt sind auch die Kosten. Genau, das sind ja 4,50 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, das ist auch günstiger eigentlich als bei Online-Händlern. Da ist es so, also was die Versandkosten angeht, da ist es so, dass die Einzelhändler da vollkommen frei entscheiden, ob sie die Kosten übernehmen, ob sie die Kosten zum Teil an die Kunden weitergeben oder ob sie die Kosten komplett an Kunden weitergeben. Das hängt vermutlich auch mit dem, was bestellt wird, ab, also mit der Ware, die bestellt wird, beziehungsweise dem Wert der Ware. Ja, genau, also da sind die Einzelhändler auf jeden Fall vollkommen frei in der Entscheidung. Okay, aber das sind ja schon mal viele Gründe, die zumindest dafür sprechen könnten. Hat sie denn auch schon näheres Feedback von Unternehmen erreicht dazu? Ja. Also ja, von einigen Unternehmen. Ende November haben wir gestartet und seitdem, also im Dezember war dann das natürlich für viele Händler noch neu und dann kamen da auch Rückfragen und dann hatte man sowieso einfach mehr Kontakt miteinander und da kam unglaublich viel Positives zurück oder an Feedback, ja, und unglaublich viel Dankbarkeit auch. Also das war, man hat gemerkt, dass es da
bei einigen auch um die Existenz geht und dass das einfach einfach Hoffnung gebracht hat und einen Lichtblick geschaffen hat. Und die Fahrer wurden überhäuft mit Trinkgeld und Süßigkeiten. Also bei uns kam fast kein Fahrer oder ich glaube kein Fahrer ohne irgendwas zurück. Also man hat eben diese Verzweiflung auch gespürt und oder davon auch erzählt bekommen. Und diese Rettung, die Vuillivery bedeutet hat. Klar. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Soll Vuillivery denn auch nach Ende der Pandemie weitergeführt oder vielleicht sogar ausgebaut werden? Ja, klar. Corona war ja nicht der Grund für den Start von Vuillivery. Und deswegen, unabhängig von Corona soll natürlich Vuillivery weiter bestehen, wenn Bedarf da ist. Und und wir haben damals auch schon eigentlich direkt von Anfang an schon geplant, auch das Umland einzubeziehen. Und das würde so als nächster größerer Schritt anstehen, eben Lieferungen nicht nur auf das Stadtgebiet zu beschränken, sondern da auch Umlandgemeinden mit einzubeziehen und auch die Bereiche dann zu beliefern. Und reden wir dann also ausschließlich um Gebiete rund um Würzburg oder kommt auch in Frage, das noch in anderen auf andere Regionen auszuweiten? Sowohl als auch, ja. Also in Würzburg ganz konkret die Umlandgemeinden, klar. Und im Prinzip kann man ja dieses Konzept auch auf wahrscheinlich fast jede andere Stadt anwenden. Und wir können uns das klar auch vorstellen, ob wir da jetzt direkt vor Ort aktiv sind oder ob wir einfach einer anderen Stadt, die das Vorhaben hat, dann Hilfestellung geben. Das ist dann wieder eine andere Frage. Aber da sind wir absolut offen und helfen gerne sprechen dann über Erfahrungen, die wir gemacht haben und geben Hilfestellung. Und ja, wenn wir dann einen Beitrag dazu leisten können, dass auch in einer anderen Stadt da geholfen werden kann und der Einzelhandel einfach eine Unterstützung hat, dann jederzeit gerne, ja. Es bleibt also spannend. Ja, also es gibt auch Wege, die Krise zu meistern, zum Beispiel eben mit solchen Initiativen wie Vuillivery. Ich denke, wir haben jetzt einen super Einblick bekommen. Ich zumindest fand das super spannend. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank auch nochmal. Es hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen vielleicht Mut macht und ein bisschen über diese schwierige Krise ein bisschen Hoffnung gibt.